Weil wenn ich nämlich rendere und das Rendern, also Sony Vegas dabei klein mache, dann entstehen immer wieder Blackscreens, weil dann die das Medium nur, offline und ist. Und da kommt auch wieder Fraps, ne? Das ist nämlich nur, wenn man diese Fraps-Parts benutzt. Genau. Danke, dass du mir auch mal irgendeinen Schrein übrig lässt. Hast du gar nicht verdient, die Schreine. Das ist schon den nächsten Schrein der Erfahrung krieg ich übrigens. Ja, ausnahmsweise. Wo du viel mehr Erfahrung hast als ich noch, aber... Das glaube ich nicht mal. Alter, die sind so stark. Natürlich lässt du mich auch wieder alleine hier. Du bist in die andere Richtung gelaufen. Ja, das stimmt. Oh. Was? Ey, Mann! Ha? Wenn mein Computer das noch einmal macht, dann raste ich hier aus. Alter, cutte doch einfach jetzt und drück auf Pause. Niemals! Aber doch. Jetzt. Ich hab keinen Bock, dass die Aufgabe dann am Ende verkackt ist wieder. Tut mir leid, Leute. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück und laufen hier auch sofort weiter. Ist alles in Ordnung. Wunderbar. Sieht nur so aus, als hätte ich irgendwas gesoffen, wenn ich irgendwas aufheben will. Aber ihr wisst ja... Das ist wieder alles an Fraps, ey. Das ist so eine Scheiße, ey. Ich kann da einfach keine positive Kritik zu abgeben. So, scheiße, das ist die einzige Möglichkeit, weißt du? Ein Ding kam diesen Weg entlang und hielt eine gigantische Sichel. Sein Gefolge bestand aus seltsamen Bestien, wie ein Schwarm Insekten. Sie kamen wie der rollende Tod und zogen dann weiter. Ich frage mich, welch schrecklicher Plan sie... Dann war's weg. Wunderschön. So, konnte ich nicht lesen. Ja, ich werde immer besser im Lesen. Bin jetzt schon... Oh ja. Bin jetzt schon 16. Kann jetzt schon langsam lesen. Oh yeah. Yetis, die sind Level 30. Die waren, glaube ich, ziemlich hart, wenn ich mich richtig erinnere. Die waren böse. Na, sie greifen ja nur meine Hunde an. Sind ja nur meine Hunde. Schon längst tot ohne meine fetten Ohren, Alter. Ja, meine Hunde mit... Was? Was für späte Verzögerung? Das nutze ich jetzt alles aus hier, dass du nichts aufheben kannst, warum auch immer. Ist irgendwie nur so im Orient so. Wahrscheinlich geht das auch weg. In Höhlen kann ich wahrscheinlich wieder was aufheben. Fraps. Einfach alles Fraps schuld. Ey, wenn wir das mit Dextory aufnehmen können. Ja, schade, dass Dextory nicht bei... Weißt du, was unser längstes Let's Play werden wird wahrscheinlich? Falls wir wirklich Sacred Let's Playen wollen. Oh ja. Sacred müssen wir aber mit mehr Leuten Let's Playen. Ja. Es müssen schon 3 oder 4 sein, mindestens. 3 geht sogar noch klar, aber 4 wäre natürlich... Am geilsten wäre natürlich immer, wenn man in Gruppen spielen würde. Ja, wenn man das mit 4 Leuten oder so aufnimmt und dann gibt's halt 2 Zweierteams oder sowas. Aber ich glaube, so professionell sind wir nicht. Die Story jetzt erst durchzuspielen oder so. Das Problem ist, dass kein anderer von denen irgendwie einen Kanal hat oder sowas auf YouTube. Doch. The Unknown Crooks. Ja, gut, aber ja. Weiß nicht. Ginge natürlich, aber... Das wird dann auch wieder schwierig zu machen alles. Ist das Problem. Ja, das wird verdammt schwer. Weiß nicht, ob man das jetzt so durchziehen kann. Man könnte dann auch sowas wie hier, wer macht das nochmal? Hier, Yogscast, ne? Macht doch dann immer so abwechselnd, dass man einmal den einen zuguckt und einmal den anderen. Das könnte man machen, aber dann müsst natürlich auch wieder alle aufnehmen. Das stimmt, das kommt ja auch noch dazu, dass jeder ein Aufnahmeprogramm braucht. Und weiß nicht. Das lassen wir aber lieber stecken. Ah. Das wird nichts. Echt, ey. Das wird sowieso nur, wer das verkackt, dann hat einer mal falsch aufgenommen oder sowas und dann fehlen wieder Parts. Da müssen wir schon echt professionell für sein. Und das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Wir sind die unprofessionellsten Let's Player, die es auf YouTube gibt. Oh yeah. Und dafür werden wir natürlich. Na, warte, wir sind immer noch besser als diese kleinen 8-jährigen Kinder, so, weißt du? Die so ihre komischen Kanäle da haben und die ganze Zeit nur rumtrollen. Wir lästern hier nicht über andere YouTuber, Lukas. Puffy, meinst du? Ja, dieser eine da, dieser komische hier, wie heißt der? Dieser Fungi-Witz. Killer-Fungi-Ficker-HD oder sowas. Ja. Genau. Genau so einer. Das ist der Fungi-Witz. Fungi-Witz? Oh. Ja. Richtiger Spasti. Aber rechte. Hier, Fungi-Witz ist so. Oh, Arkane-Formel. Und was ist das? Ein Frostschrein. Wo bist du eigentlich gerade? Ich bin in die andere Richtung gelaufen. Sorry, das auszusehen. Jetzt habe ich es ehrlich nicht bemerkt. Oh, warte. Säbelklau habe ich gefunden. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Entweder da, wo ich bin gerade, oder... Ey, die plätten meine Hunde ja innerhalb von ein paar Sekunden, ey. Normal. Oh, da hat er sich wieder irgendein Schrein geklaut. Was war denn das für einer? Frostschrein. Ach, geht ja noch. Das bin ich allein hier.
Seid ihr von Säbelzahnlöwen angegriffen, Alter? Keine Säbelzahntiger, sondern Säbelzahnlöwen. Ja. Meine. Deine? Das kann ich jetzt nicht sagen. Was zur Hölle. Obwohl, wir sind ja unprofessionell. Es ist schon spät, ich hab schon wieder Sprachfehler. Oh Mann. Alter, hier ist ja alles voll von den... Boah, Alter. Aber ich steig auch nicht auf. Da fehlt noch einiges. Oh, ja. Bei mir auch. Bei mir fehlt... Ich habe ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt. Ja, ich habe einen Balken mehr als die Hälfte. Oh, das kommt uns aber hin. Dann habe ich dich wirklich so gut wie eingeholt. Ja, weil du die alle... Yeti-Pelz, hey. Noch ein Yeti-Pelz. Noch ein Yeti-Pelz. Juhu. Ich freue mich. Oh ja. Was bringen die Dinger eigentlich? Ich meine, das ist sowas wie Schweinehaut. Das bringt wahrscheinlich auch Verteidigung dazu. Wahrscheinlich. Am liebsten würde ich so die ganze Nacht durchrennen, dann gleich so 10 Render-Durchgänge auf einmal starten, Alter. Das geht aber nicht. Das ist so ein paar Terabyte Speicherplatzverbraucher, ne? Richtig schön hier, ja. Genau. Richtig geil. Ey, Digga, wo läuft man da hin? Der ist total bekifft. Ich drück so nach oben, Alter. Er läuft nach unten. Boah, warum nicht? Normal. Ah, die Viecher. Oh, die fliegen doch schön weg hier. Die gehen richtig schön schnell kaputt. Die Eispengs hier, Alter. Peng, peng. Oh. Ja, das fetzt. Die ziehen auch nicht so viel ab. Oh, ich muss husten. Das ist doch schon wieder zu viel, ey. Hab nämlich mir irgendwie einen Husten eingefangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Im Sommer hier noch. Das kommt bestimmt vom Ventilator oder so. Nee, das kam bestimmt vom Regen, weil ich im Regen joggen musste. Ah, musstest. Handballtraining. Ach so, okay. Ich weiß nicht, ob das so gut gekommen wäre, hätte ich mich geweigert. Nein, es regnet. Ich will nicht raus. Da könnte ich ja nass werden, meine Güte. Ja. Schön, dass ich eigentlich schon längst aus Gold geklickt habe, aber dann kommt einfach, wofür? Ja, heute nutze ich das richtig aus, Mann. Keine Ahnung, was jetzt gerade los ist, Alter. Das liegt am Orient. Wie gerne ich jetzt mit DX Story aufnehmen würde. Oh, das wäre so chillig. Es würde nicht laggen. Wir hätten nur einen einzigen großen Part oder ein paar große Parts. Man könnte währenddessen zocken, während man rendert oder ins Internet gehen oder das klein machen und währenddessen noch weiter aufnehmen und so ein Scheiß, Alter. Das wäre so schön einfach. Videos sind kleiner, angenehmer, Alter. Ich hab natürlich auch nicht das Geld, um mir so ein Mega-Equipment zu kaufen, falls jetzt irgendwelche sagen, hey, warum kaufst du denn das dann nicht einfach? Ja, geht nicht. Hab nie so viel Geld. Scheiße, ne? Jetzt könnte er sich den übelsten Killer-PC kaufen, so ein 8000-Euro-PC oder so ein Scheiß, Alter. Ja klar, wir haben's ja. Ja, ich wollte sowieso, also ich habe ja jetzt Abi fertig, also ich werde jetzt einfach im Lotto gewinnen und warte kurz, ja, schluss mal Yeti-Pelz. Paar Millionen und dann kaufen wir uns einen fetten Computer. So, okay. Jo. Easy. Aber richtig. So, wohin? Oben, ne? Oben, der jo. Rest, waren wir über, Amdo-Region. Ja. Wir sind nicht mal zum nächsten Portal gekommen gerade. Wir müssen auf jeden Fall noch zocken. Wir haben ja noch eine halbe Stunde. Wir haben ja noch Zeit hier. Hier hole ich schon mehr Heiltränke rein, auf jeden Fall, als in den anderen Gebieten. Das ist ja übel. Ja, ist wirklich so. Richtig heftig, richtig brutal. Wie viel Gesundheitstränke hast du noch? 54. Ach gut, passt es ja, dass ich die aufgehoben habe. Wo ist mein zweiter Hund? Ach, da. So. Da oben sehe ich ein Portal auf der Map. Oh ja. Oh ja, das ist richtig viel, Alter. Ist wieder irgendeine Stadt oder was? Ja, höchstwahrscheinlich. Oder in irgendein Dorf da. Oh ja. Das heißt, wir haben heute wieder was geschafft. Yeah. Sick. Sick. Oh. Alter, wir haben so viele Neandertaler geschlachtet, Alter. Das ist nicht normal, Alter. Vor allem haben wir sämtliche Säbelzahnlöwen ausgerottet, Alter. Deswegen sind die auch vom Aussterben bedroht. Deswegen sind die alle ausgestorben, Mann, ja. Nee, die sind jetzt erst vom Aussterben bedroht, weißt du? Oh, also, die sind noch gar nicht ausgestorben. Ich glaube auch noch an Dinosaurier.
Ah, okay, okay. Ja, und Aliens. Ja. Das gibt Sinn. Ja, die Aliens rotten wir auch noch aus, Mann. Die Aliens, die leben friedlich zusammen mit den Dinosauriern. Gibt's das, wenn man Aliens niedermetzeln muss? Insect Armageddon, oder wie das heißt, da muss man Insekten-Aliens niedermetzeln, das weiß ich. Geil. Ich dachte, du meinst es bei Titan Quest. Nein, Mann. Das hätte aber auch Stil. Ja, total. So als Römer. Als Easter Egg, Alter, weißt du, ist einfach als UFO gelandet oder sowas. Das hätte mal Stil gehabt. Noch. Hast du einen Yeti gesehen? Ich ging einst durch den Chumbital in die Eishöhlen. Dort sah ich einen Yeti, der größer war als alle anderen. Vielleicht ist er gemeint. Wenn ich den alten Märchen von einem Riesen die was? Verdammt. Ich hab mich verlesen. Nein. Sagt der Typ, ne? Oh, verdammt, ich hab mich verlesen. Scheiße. Wenn ich den alten Märchen glauben darf, dann gibt es hier irgendwo einen Riesenpenis, ein Yeti. So, westliche Seidenstraße. Früher haben wir nur selten einen Neandertaler gesehen. Doch plötzlich sind die Stämme in unsere Nähe kühn geworden. Kühn und mächtig. Seit 2 Tagen greifen sie uns nun unablässig an. Wenn doch nur mein Sohn hier wäre. Ich habe ihn nicht mehr gesehen und es sind gefährliche Zeiten. Ja. Nebenaufgaben lese ich jetzt auch schon vor. Riesen-Yeti, ja bla bla bla. Ey Leute, stellt euch das nicht so einfach vor. Wenn der Typ da labert und ihr redet dann auch noch, das ist schwer. Ja. Ihr redet euch dann... Oder komplette Konzentration. Ja. Ich muss, glaube ich, mal was in mein Lager auslegen, Alter. Konzentrabalation. Obwohl, nee, brauche ich nicht. Mein Inventar ist fast leer. So. Ja, wir haben jetzt schon 3 Beutel, stimmt. Ja. 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 Nein. Oh Mann. Warte auf mich. Immer Hund, mich töte allein. Ihn. Töte ihn, Hund. Jawohl. Ich will endlich aufsteigen, aber ich weiß gar nicht, was ich da in der Höhe... Aber wir kriegen mehr Punkte jetzt, ne? Wir kriegen jetzt 5 oder so. Ah, hatten wir letztes Mal schon, ja. War das nicht einfach nur ein Bonus für eine Mission oder so? Nein. Ah, das ist natürlich nice. Erst den Schamanen. Oh yeah. Oh, ich habe erst den Lehrling umgebracht. Das ist natürlich fies von mir. Alter, meiner reagiert aber heute nicht so richtig. Irgendwie, keine Ahnung. Das bist du, der nicht reagiert. Sieht dann der ganzen Session hier, Alter. Ja. Aber bei mir ist es nicht bei den Gegenständen, sondern wenn ich versuche anzugreifen. Vielleicht habe ich auch daneben geklickt, das wäre fail gewesen. Das geht natürlich auch. Tanks, Alter. Davon können ruhig viele kommen hier. Richtig schön niederschlachten einfach. Also ich finde, der Caruso sollte sich noch einen Let's Play-Kanal machen. Ja. Das wäre was. Naja, er ist unser Producer, Mann. Er macht den ganzen anderen Scheiß.